Come on, everybody! Come on! Come on! Come on, everybody! Es ist schon schlimm genug, eine Schwester zu haben, aber mit der einen Tanzkurs zu machen, ist echt ätzend. Da quält sie dir einen ab, nur weil die Eltern so eine beknackte Idee haben. Tut mir leid, Leute, aber meine Welt ist und bleibt der Rock'n'Roll. Meine Schwester ist auch der Meinung, wenn wir schon zusammen etwas tanzen müssen, dann was Fetziges. Meine Mutter gesagt, ich tanze gut, dass ich mal einen Rollkurs gehen soll. Ich finde das einfach gut. Ich habe es einmal im Fernsehen gesehen. Es macht Spaß. Tanzen hat mir sowieso mal Spaß gemacht, immer. Also erst lernt man das und dann kann man hinterher mal in der Disco tanzen. Also dann steht man da nicht so doof rum und macht das einfach. Come on, everybody! Come on, come on, come on, everybody! Da bin ich beim Rock'n'Roll-Training mit meinem süßen Schwesterlein. Hey, dir brennt ja wohl der Kittel. Schönheit kannst du nicht kaufen. Jetzt erklär mir mal einer, was das mit Tanzen zu tun hat. Oh Mann! Ja, auf Händen tanzt man ja wohl überhaupt nicht. Rock'n'Roll macht Spaß! Ey, Alter, dir würde ich ja wohl mal eine Dose Quark empfehlen. Hose zu, Schuh zu und dann nichts wie ran an den Speck. Ohne Nerven des Grundlagentraining kannst du Rock'n'Roll vergessen. Nervende Geschichte, dieses Ausfallen von Figuren. Dasselbe, dasselbe, dasselbe und dasselbe. Und damit wir das alles checken, brauchen wir sie, unsere Trainerin. Und sie braucht uns, die heißesten Paare unter der Sonne. Oder doch nicht? Das Training wäre geschafft. Jetzt geht der Stress erst richtig los. Vor allem bei den Eltern. Das Ziel ist erreicht. Das, was wir gelernt haben, präsentieren wir auf der deutschen Meisterschaft. Come on, everybody! Come on, come on, come on, everybody! Mit einem schicken Trikot und einer fetzigen Folge scheuen wir uns nicht, gegen Deutschlands beste Paare anzutreten. Das, was wir in mühevoller Kleinarbeit beim Training erarbeitet haben, versuchen wir nun in voller Perfektion zu zeigen. Thank you.
Dies tun auch unsere Freunde aus Flensburg und Bayern. Beobachtet werden wir dabei von Wertungsrichtern, einem Turniermaskottchen und der Fangemeinde. Dies war sie, unsere Tanzfolge. Das letzte Wort darüber haben nun die Wertungsrichter. Noch ist das Turnier nicht zu Ende, denn es tanzen auch noch andere Paare, die auch bewertet werden wollen. Zum Beispiel meine Vereinsfreunde Thorsten und Samra. Ein letztes kritisches Hinsehen, bevor die offene Wertung beginnt. Auch das jüngste bei Deutschland stammt aus unserem Verein, Lady Bonsai und ihr King. So. Ich darf den dritten Platz verlesen für Dennis und Maradona von Rock'n'Roll-Club Heidelberg. Die Mühe hat sich gelohnt. Wir erreichten einen guten dritten Platz. So, das ist die Bande. Wir wollten eigentlich noch eine Siegerehrung durchführen. Well. Come on, everybody!